Hallöchen! Wahrscheinlich willkommen zu diesem Vlog. Und ich melde mich aus der digitalen Seite mit einem digitalen Stift diesmal tatsächlich, weil ich momentan einfach krass süchtig nach Procreate bin. Das ist einfach nicht normal. Und spezifischer damit, dass ich nämlich gerade dabei bin, mein komplettes Twitch-Aussehen selber zu gestalten. Ich meine, ich hatte ja schon Procreate und dann habe ich mir ein paar Videos reingezogen und je mehr ich mir dazu reingezogen habe, desto mehr Feuer und Flamme war ich, das einfach selber zu machen, weil ich gesehen habe, wie simpel das Konzept ist. Insane! Und ich war so hyped darauf, oh mein Gott! Und ich habe es halt gemacht. Und ich habe erstmal mit meinem Zeichen-Layout angefangen und ich werde euch den hier auch einfach mal einblenden, damit ihr sehen könnt, wie das ausschaut. Und ich war super, super happy darüber, wie das geworden ist. Hat auch gar nicht lange gedauert tatsächlich. Ich glaube, ich habe maximal 3 Tage dran gesessen. Wenn nicht sogar 1, 2 Tage. Es ging super flott. Ich hatte eine Idee im Kopf. Hatte auch tatsächlich immer eine Vorlage, muss man hier sagen. Ich habe mir schon irgendwie auch Templates angeguckt. Habe das jetzt aber nicht kopiert, sondern ich wollte mir halt irgendwie so eine Stilistik raussuchen. So eine Art, die ich dann verfolge. Damit ich nicht irgendwie blind versuche, irgendwas zu machen. Habe dann was so Schönes gefunden und bin dem halt nachgegangen und habe das so ähnlich gemacht. Und vor all dem habe ich dann nämlich als nächstes angefangen, ein Startscreen zu designen. Habe mich, wie gesagt, auch wieder an dieser Referenz, die ich so gesehen hatte, orientiert, quasi von der Stilistik, wie es aufgebaut ist, was für Elemente da benutzt werden, wie ich die aber verändern kann für mich. Und ich zeige es euch jetzt. Hi, Mina aus dem Schnitt hier. Ich habe hier noch ganz viel rumgerambelt und gezeigt, wie der damalige Stand von dem Startscreen aussah. Tatsächlich hat er sich dann aber doch ein ganzes Stück gewandelt und ist vor allem auch fertig geworden, was ich auch gar nicht mehr gezeigt habe in irgendwelchen Szenen. Deswegen dachte ich so, wir cutten das alles raus. Ich zeige euch jetzt einfach kurz in der Vollendung, wie der Startscreen in Action aussieht und machen dann weiter. Aber ja, das ist das, womit ich mich beschäftige tatsächlich in den letzten Tagen. Wirklich den ganzen letzten Tagen. Also ich tue nichts anderes in meiner Freizeit fast, außer das und Hogwarts Legacy spielen. Also ich werde genau das weiter jetzt tun. Es ist 20.15 Uhr. Mein Plan ist noch ein bisschen weiter zu zeichnen am Startscreen. Und dann Hogwarts Legacy zu spielen. Und das war's dann auch mit meinem Tag. Update. Ende. Seht ihr diese kleinen Bilder, die ich in dem Startscreen zeichne? Ich hatte viel zu viel Spaß dabei, die zu zeichnen. Das war viel zu cute. Und ja, Hogwarts Legacy, was soll ich sagen? Meine größte Sucht zu der Zeit, ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan so eine richtig, richtig krasse Zockerphase. Also jetzt gerade bin ich tatsächlich richtig krass in Baldur's Gate 3 drin. Aber Hogwarts Legacy ist auf jeden Fall immer noch high top ranked. Meiner Favorites für dieses Jahr. Ich hatte auf dieses Spiel so lange gewartet, habe so sehr darauf hingefeiert und es hat wirklich meine ganzen Erwartungen erfüllt und ums Größte übertroffen. Deswegen besteht daraus mein größter Alltag gerade. Ready? Keine Ahnung. Naja, dann fange ich einfach mal an. Na, dann geht mal los.
Für die, die sich jetzt doch denken, was zum Teufel ich da überhaupt tue, ein kleiner Hintergrund zu dem Bild oder der Bilderreihe, die ich da gerade male. Meine Mom hat mich tatsächlich vor einiger Zeit gefragt gehabt, ob ich aus einem Katalog, den sie sich ausgesucht hat, so eine Bilderreihe für sie malen würde. Das ist ja ein Katalog. Ich weiß, verrückt, dass es heutzutage noch sowas gibt. Aber wo man ein Tutorial hat, wo auch da drin steht, welche Materialien man braucht, welche Farben und natürlich, of course, marketingmäßig dann du auch alles in diesem Katalog dazu kaufen kannst. Und eigentlich wollte sie das machen, aber da ich ja dann mit dem Malen und Zeichnen angefangen habe, war sie so, hey, willst du das nicht für mich machen? Und natürlich, wie könnte ich ihr jemals einen Wunsch abschlagen? Und deswegen habe ich mich mal einen Tag lang in den Garten gesetzt und mit diesen Bildern angefangen. Wie ihr hier seht, erst einmal Strukturpaste aufgetragen, um den Bildern eine Struktur zu geben. Das, was Strukturpaste halt tut. Lol. Und dann sie in vier verschiedenen Beige- und Brauntönen angemalt. Das war tatsächlich auch alles, was ich in dieser Zeit geschafft habe. Das hat echt lange gedauert. Wow. Vielleicht werde ich euch einmal dann auch zeigen, wenn ich mal fertig werde damit. Heute ist Samstag und der seltene Fall ist eingetreten, dass ich nichts geplant habe für diesen Tag. Deswegen dachte ich, ist es der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal ein paar Sachen zu Ende zu bringen, für die ich einfach keine Zeit hatte in den letzten Wochen. Unter anderem als allererstes fange ich heute an, das Bild, welches ich vor einigen Wochen im Stream angefangen habe zu malen, heute mal zu Ende zu malen. Und ich dachte, bevor es noch länger rumliegt und ich es niemals zu Ende mache, ich mache es einfach heute, okay? Wir machen das einfach heute zusammen. Wir bringen dieses Bild zu Ende. Let's go! Los geht's! Die wundervolle YouTuberin und Künstlerin Yoon Young Art war tatsächlich diejenige, dessen Tutorial ich für dieses Bild angeschaut und nachgemacht habe. Checkt sie gerne ab, ich werde sie auf jeden Fall verlinken, denn ich war verzaubert, als ich ihre Bilder und ihre Tutorials gesehen habe und sie sind zusätzlich noch wahnsinnig anfängerfreundlich und diese Resultate sind wirklich atemberaubend dafür. Mein Bild ist auf jeden Fall ein wenig anders geworden, nicht so perfekt wie ihrs und vielleicht noch mit einem etwas anders künstlerischen Touch von meiner Seite aus, aber es hilft wirklich wahnsinnig, sich Tutorials anzuschauen und die nachzumachen, um so Techniken zu lernen. Also ja, bin ich am Ende eigentlich trotzdem echt stolz geworden auf das Bild, auch wenn es mal etwas anders war als sonst. Ich bin heute nicht zu Hause, sondern passe tatsächlich für einige Tage auf die Katzen auf von meinen Eltern. Es ist einfach jedes Mal so schön, nach Hause zu kommen, zu meinem alten Zuhause. So, ich wohne ja mitten in Berlin, so mitten im Trubel. Hier sind wir so ein bisschen außerhalb, ziemlich außerhalb sogar. Und es ist jedes Mal wirklich wie Urlaub, weil einfach nicht diesen ganzen Straßenlärm draußen zu haben, sehr viel Grün auch und natürlich die Katzen, gar keine Frage, die kleinen Troublemaker. Vielleicht hört man sie auch gerade ausrasten im Hintergrund. Ja, ich muss heute aber noch arbeiten, heute ist Freitag. Ich glaube, die haben gerade einen Schub vom Essen bekommen. Okay. Genau, ich muss noch arbeiten, habe meinen Laptop und so mitgenommen. Ja, ich freue mich trotzdem, bis morgen hier einfach ein bisschen meine Zeit zu genießen. Wisst ihr noch, wie ich gerade vom Adrenalinschub geredet habe? Ja. Saphira. Was? Warum? Darf ich mal? Danke. Du musst aber runterkommen. Du musst dein Ass. Danke. Hm? Nein, das ist nicht zum Spielen. Nein, hör auf. Stopp. Es ist nicht zum Spielen. Nein. Nein.
Nein! Stopp! Das ist... Ja, feini! Es ist so süß! Es ist einfach zu süß! Und da sind wir natürlich wieder mit Procreate. Ja, ihr habt hier in diesem Blog ganz viel von Audio Overvoice, Mina, denn ich habe halt sehr viel Zeichnungen aufgenommen und ich dachte, es ist immer ganz nett, so ein bisschen noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Mir wurde auch gesagt, ich soll eine ganz angenehme Stimme haben, also hoffe ich, dass das in Ordnung ist für euch. Ja. Wie ich schon ganz am Anfang zum Video gesagt habe, ich bin Fanat in Procreate. Hoffentlich ist Procreate auch Fanat in mich. Und ich versuche, alles Mögliche damit zu machen. Und wie ihr bereits in diesem Vlog gesehen habt, habe ich so süße kleine Animationen gemacht. Beziehungsweise eine süße kleine Animation. Und zwar ein Shroomy, der Ramen isst. Oh mein Gott, ich bin so verliebt in den Kleinen. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Spaß, den zu createn. Und ja, ich finde Animationen im Procreate machen, ich weiß nicht, die geben so einer Zeichnung auch einfach obviously mehr Leben. Und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen ist nochmal anders cool. Und ja, ich will auf jeden Fall noch weitere diese Animation machen, mich da so weiter ausprobieren. Und ja, ich lasse euch jetzt hier mit meinem Zeichen ich und hoffe, dieser Prozess gefällt euch. Wir haben es den 31.07. und ich habe ja vor einigen Tagen angefangen, eine süße kleine Shroomy-Zeichnung zu machen. Und ich habe aber gestern schon angefangen, die ein bisschen zu animieren. Ich habe jetzt ein Frame gemacht und werde jetzt noch ein paar weitere hinzufügen. Ich weiß noch nicht, wie exzessiv und krass oder aufwendig ich das jetzt noch mache. Auf jeden Fall bin ich aber noch nicht am Limit. Wahrscheinlich mache ich es immer so lange, wie ich Lust habe, wenn ich ehrlich bin. Aber gerade macht es noch sehr Spaß. Und ich zeige euch jetzt den Current State, wie es gerade aussieht. Also, hier haben wir den kleinen Shroom. Schaut euch das an. Oh mein Gott, er ist einfach perfekt. Er ist einfach perfekt. Ich hatte nämlich so eine Animation auf Pinterest gesehen von so einer Ente, die halt auch so Ramen isst. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist einfach das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Ich will das auch, aber mit einem Shroomy. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so Spaß macht, so eine Animation zu basteln in Procreate. Thumbs up, love it. Es ist voll komisch, das gerade zu drehen, weil für euch scheint das nicht so, aber es ist eine echt lange Zeit, seitdem ich irgendwas aufgenommen habe. Ich dachte, ich nutze mal ganz kurz die Chance, um noch so ein kleines Endwort zu geben, weil ich habe halt auch deswegen gar keinen richtiges Outro gehabt oder so. Irgendwie wäre der Vlog einfach sehr abrupt geendet und das hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt. Deswegen dachte ich, ich sage nochmal ein, zwei Worte. Also erstmal vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierher geguckt habt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Würde mich dementsprechend wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich supporten würdet mit einem Like oder einem Abo und einem Kommentar. Ich zeige mich sehr dankbar dafür auf jeden Fall. Ja, es ist einfach gerade sehr schwer irgendwie bei mir. Ich bin in einer ganz merkwürdigen Mut in den letzten Wochen oder auch einfach generell in so einem ganz komischen Mindset, wo ich irgendwie ganz viel machen will, aber allein der Gedanke von diesem Machen ist einfach krass stressig. Also mein Kopf ist halt so voll und das bringt mich halt dazu, einfach nichts zu machen.
Ich hoffe einfach, dass ich bald mal wieder so ein bisschen Routine reinkriege für mich in die ganzen Sachen. Dass ich einfach dann wieder regelmäßig streamen kann und dass ich dann irgendwie auch mal wieder mehr dieser Vlogs machen kann. Also ich hoffe, jetzt wird das ein bisschen besser wieder. Ich habe auf jeden Fall immer noch wahnsinnig Lust, aber so ist es halt im Leben, so ist es halt im Leben. Ja, okay, ich habe, glaube ich, genug gerambelt. Nochmal vielen lieben Dank dafür, wenn du bis hierhin geschaut hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, welches das auch immer sein wird. Ich hoffe, du schaltest dann wieder ein. Und ja, bis dahin. Tschüssi.